Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und immer noch relativ erregt auf die heute anstehende Folge. Begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3. Im letzten Part haben wir es Richtung Gotha geschafft, beziehungsweise sind in Gotha angelangt und haben hier den Vorposten erreicht, wo Potros, der mächtigste Mann der Welt, von dem wir richtig Respekt zollen sollen, hier das Sagen hat und uns die ganze Zeit ermahnt, dass wir ihn doch ein bisschen mit Respekt behandeln sollen. Wir reden erstmal weiter mit ihm. Was ist denn damals mit Gotha so passiert, Junge? Was ist mit Gotha passiert? Du hast wirklich keine Ahnung, was hier los ist, oder? Gotha war die Hochburg der Paladine im Krieg. Wir hatten alles eingesetzt, doch konnten wir sie nicht besiegen. Sie hatten sich in ihrer Burg verschanzt wie die Zecken. Erst als wir Belial selbst zu Hilfe riefen, konnte ihrer Arroganz ein Ende bereitet werden. Der Dämon der Vernichtung fegte durch ihre Straßen und verdammte sie alle zu lebenden Toten. Wenn ein Dämon die Stadt regiert, warum bewacht ihr sie dann? Das ist für dein kleines Spatzenhirn wohl zu schwer zu erraten, was? Ja. Wir sind hier, um die Macht des Dämons einzudämmen. Xardas, der Träger der Macht Belias, hat es uns aufgetragen. Was glaubst du, was passiert, wenn die Bestie über das Land fegt, hä? Keine Ahnung, Blut und Morde oder so? Was hat der Gefangene verbrochen? Der Mann ist ein Rebell. Er wird bei passender Gelegenheit, wenn viele Morras zusehen, hingerichtet. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier ein Schwächling ist, machen wir gleich. Lass den Gefangenen frei. Was weißt du über Xardas? Selbst hier kann ich seine Macht spüren, obwohl er weit weg ist. Und wo genau hält er sich auf? Er hat einen Turm errichtet, an den eisigen Hängen des östlichen Gebirges. Also Nordmar. Okay, wir gucken uns mal den Gefangenen an. Alter, ist das er? Gorn, Junge, was machst du denn hier? Da bist du ja endlich. Verdammt, hol mich hier raus! Gorn, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, Mann? Jedes Mal ist er in Trouble und jedes Mal ist er im Knast, Alter. Letztes Mal mussten wir ihn auch aus dem Gefängnis befreien. Gorn, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe versucht, den Teleportstein zur Hauptstadt Vengard in Gotha zu finden. Der Laden da oben ist aber leider völlig mit Skeletten und Zombies verseucht. Sie werden von einem ziemlich üblen Dämon angeführt. Naja, und als wir vor den Unholden geflohen sind, haben mich die Orks erwischt. Der Rest der Rebellentruppe ist draufgegangen. Okay, was willst du denn mit dem Teleporterstein? Die Rebellen von Okara wollen zur Burg des Königs. In Gotha soll es einen Teleportstein zur Hauptstadt geben. Du arbeitest also für die Rebellen? Unser Freund Lee hat noch eine Rechnung offen mit dem König, wie du weißt. Ja, ja. Er schickte mich los, einen Weg zum König zu finden. Die Rebellen in Okara schienen mir die beste Anlaufstelle für diesen Auftrag zu sein. Wo liegt dieses Okara? Okara ist eine Eisenerzmine westlich von Gotha. Die Rebellen stellen dort Waffen für den Kampf gegen die Orks her. Seit wann machen dir Untote denn eigentlich Angst, Lee? Das ist doch sonst, sieht dir das nicht so ähnlich, ne? Gotha ist ein Ort der Hölle. Wenn dich dieser Dämon angreift, dann wirst auch du zittern, glaub mir. Na, mal gucken. Wo ist denn Lee? Wo ist Lee jetzt? Der rennt irgendwo in der Eiswüste von Nordmar herum und klappt sich mit den Orks. Warum greifst du eine Stadt an, wenn du weißt, dass ein solcher Dämon dort haust? Der hat sie ein bisschen übernommen wahrscheinlich, wa? Die Rebellen haben mir dieses göttliche Artefakt gegeben, verstehst du? Irgendein Idiot hat mir weisgemacht, dass es unbesiegbar macht. Vergiss es. Der Dämon war trotzdem noch zu stark für mich. Wie soll ich dich denn hier mal rausholen? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Entweder du mischst das ganze Ork-Lager hier auf, oder du zahlst mein Lösegeld bei den Jungs. Ich würde eher nochmal versuchen, den Dämon von Gotha zu bekämpfen, als hier drin zu versauern. Verstehe. Wo ist dein Artefakt denn jetzt, Bruder? Wahrscheinlich hat er das beim Kampf mit dem Dämonen natürlich unpassend direkt dort bei dem Dämonen verloren, nicht wahr? Wo ist das göttliche Artefakt jetzt? Achtung! Ich habe es im Kampf mit dem Dämon in Gotha fallen lassen. Dieses Scheusal muss das Artefakt an sich genommen haben. Wer hätte das denn gedacht? So, jetzt pass mal auf. Der Teleportstein befindet sich in dieser Truhe hier. Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich speichere jetzt erstmal zwischen.
Dann werden wir versuchen, ihm zu sagen, ich zeig dir jetzt mal, wer es hier drauf hat und hoffe, dass es als Kampf gegeneinander gilt und das ganze Lager mich hier nicht zerbumst. Und dann versuchen wir, während er ausgenockt ist, aus der Truhe seinen Teleportstein zu klauen, okay? So. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. So, so, tust du das? Na warte, es wird nicht lange dauern und du liegst im Dreck, Morra. Niemand besiegt mich. Scheiße. Okay, das war jetzt ein bisschen fies. Ich konnte gar nichts machen. Alter. Er hat die Drehattacke gemacht und ich war komplett sofort im Eimer. Nichts zu wollen. Das machen wir nochmal. Wir müssen uns strategisch besser positionieren. Ich lasse mich hier nicht von ihm unterbuttern, ja? Das war nicht fair. Das war kein fairer Kampf. Ich sag's nur. Kann man eigentlich noch so wie in Gothic 2 einfach schon während des Dialogs die Waffe ziehen? Das war früher einfach ein bisschen praktischer. Da konntest du direkt losfimmern, ne? So, komm. Lade schneller, Game! Bitte tu's für mich. So, let's do the game. Moin. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier ein Schwächling ist. So, so, tust du das? Na warte, es wird nicht lange dauern und du liegst im Dreck, Morra. Niemand besiegt mich, Morra. Ja, jetzt geht's los. Darf er seine Drehattacke nicht machen? Das war halt echt mies. Sitzt schön auf den Stuhl drauf, dann schlägt er auch mal über mich. So, das nehmen wir mit, Und jetzt ganz schnell an die Truhe ran. Ganz schnell und den Teleporterstein rausklauen. Nimm alles. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt auch den Teleporterstein hierher. Sehr praktisch. Was hast du da noch rumliegen? Ein bisschen Eintopf. Ja, ich klaue ihn jetzt. Wir klauen ihn erstmal noch nicht. Jetzt warte ich erstmal, bis er wieder aufsteht. Wir sind ja noch Kumpels. So ist es ja nicht. Es war ja nur ein fairer, freundlicher Kampf unter Freunden. Ne? Komm, jetzt steh mal wieder auf, Junge. Und wer ist jetzt hier? Wer ist jetzt hier der stärkste Typ? In Ordnung. Du hast gewonnen. Was willst du noch? Lass den Gefangenen frei. Nur über meine Leiche, Morra. Wie viel muss ich dir zahlen, damit du den Gefangenen freilässt? Du bist wohl nicht ganz gescheit, Morra. Meinst du, ich sei derart bestechlich, hä? Es müsste schon eine ganze Menge Gold sein, damit ich mich von meinen Prinzipien verabschiede. Wie viel? Ha! Mehr als du dir leisten kannst. 2000 Goldmünzen. Schnapper, sag ich dir. Schnapper. Aber machen wir jetzt erstmal noch nicht, weil wir werden ja sowieso die Orks aufmischen. Und da wir da sowieso jetzt alleine rein müssen, brauchen wir den guten Gorn erstmal noch nicht. Lassen ihn noch ein bisschen hier. Er hat hier ja gemütlich. Zeig mir mal deine Ware. Gut, die wollen ihn umbringen, aber das dauert ja noch. Also insofern, alles entspannt. Okay, du kannst das mal eben noch haben und das mal eben noch haben. Hier, den ganzen alten Rotzschilder kannst du auch haben. Brauche ich eh nicht. Goldausgleich, guck mal, und schon gibt er mir 2000 Gold. Und jetzt habe ich doch schon das Gold, was er braucht, aber egal. Schließen wir hier erstmal ein bisschen auf, weil wir müssen uns ja noch eine Magierrobe kaufen. Und ich habe keine Ahnung, wie teuer das noch wird, ne? So, das war doch schon mal erstmal von Erfolg gekrönt. Ich speichere mal zwischen. Jetzt gilt es, da reinzugehen, an den Skeletten vorbeizukommen und unser Ziel zu erreichen. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir ein paar Skelette ja doch platt machen in der Höhle. Also wir müssen jetzt gleich mal... Ich muss mal gerade gucken, wo wir hin müssen, Alter. Das wird interessant. Ich versuche mal, den richtigen Weg sofort zu finden. Es ist, ich glaube, da links unten ist eine Höhle. Durch die müssen wir rein. Ich quicksave nochmal. Ich habe ein bisschen Respekt, Alter. Wir versuchen jetzt erstmal unser Glück. Also wir rennen. An den ganzen Untoten vorbei. Und jetzt? Ich glaube, jetzt müssen wir... Warte. Oh. Hier lang. Ja. So, jetzt gehen wir da ganz nach oben. Boah, warte. Inventar. Hier oben sind wir sicher. Los, schnell weg, bevor die kommen. Oh nein, komm schon. Schnell. Oh, warte, komm schon. Geh mal hier hin. Da wirst du nicht getroffen. Jetzt los. Weg, teleportieren. Oh, kacke, die treffen mich hier. Oh nein. Los, du musst einfach nur weg. Los, ja. Ja, das war so knapp, aber es hat geklappt. Alter, voll geil. Okay, das war hart. Das war hart, aber wir haben es geschafft. Meine Fresse, erstmal Fleisch reinziehen. Alter, Focke. Okay, erster Schritt hat schon mal funktioniert. Wir sind da komplett durchgeballert und haben den scheiß Teleporter gekriegt. Am Ende wurde es ein bisschen knapp. Eine ordentliche Stelle zum Teleport zu finden, das war heftig. Puh. Okay, so. Erstmal zwischenspeichern. Dass wir den Fortschritt nicht wieder verlieren. Willkommen in Vanguard.
Ah, da kommt jetzt auch dann die richtige Beleuchtung. Puh. Da ist auch schon direkt eine Kiste. Kann man da ran? Was machst du? Nee, 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 lass mal. Ist so, diese Kiste hat mich jetzt interessiert. Große Tour. Unmöglich. Okay. So, dann schnacken wir uns erstmal voran, würde ich sagen. Guten Tag, wer sind Sie? Markus? Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremde. Was ist hier los? Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Da müssen wir auch hin. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Okay. Was ist das für ein Ort hier? Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innerstempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Ich muss zum König. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Gib mir den Feuerkelch, Bruder. Ich bringe ihn dir hin. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Ist schon cool, wie er einfach so, mir den einfach so gibt. Weißt du, hier komm, nimm das Scheißding, ne? Was kann man denn gegen diese Übermacht der Orks machen? Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Okay, ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremde. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Das hoffe ich auch. Was ist an diesen Feuerkelchen so wichtig? Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Okay, ich will ja auch Feuermagier werden. Also, ich will großer Feuermagier werden. Wie schön der Boden hier aussieht. Die Steine sehen cool aus. Guten Tag, Rebell. Hier wird ordentlich gesoffen, verstehe ich. Oh, hier ist Georg. Hi, Georg. Du bist von draußen gekommen, oder? Ja. Hoffentlich hast du ein wenig mehr Mumm in die Knochen als die anderen Feiglinge hier. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Ich muss in die Burg. Und ich schätze, du könntest auch einen Waffengefährten brauchen bei dem, was du vorhast. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Was willst denn du in der Burg? Was willst du in der Burg? Ich muss mich bei Kopren, dem Oberbefehlshaber der Königlichen Garde, melden. Er muss wissen, dass hier immer noch einige um ihr Überleben kämpfen. Okay. Ja, ich würde mal so sagen, ich mache den Weg frei, ja? Ich hau dir erstmal noch ein bisschen Wein rein. Und wenn der Weg dann frei ist, dann gehen wir gemeinsam dahin, okay? Das ist, glaube ich, cleverer. Das ist ein Rebell. Hier haben wir eine Truhe. Ich mach die mal eben auf. Die meckert schon keiner. Die Rebellen, wir sind ja alle Brüder. Da nimmt man sich mal, was man so braucht. Das gehört hier zum guten Ton, ne? So, dann gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier noch? Ich hoffe, das ist jetzt nicht als Stehlen anzusehen. Ah, ist jetzt nichts Wichtiges am Start. Lassen wir mal lieber. Bevor die jetzt gleich wieder mich hassen. Oh, oh, das geht aber direkt los hier. Mora! Moin, da seid ihr ja schon. Oh mein Gott. Ja gut, die Sache ist jetzt die, ne? Wir könnten ja eigentlich auch versuchen, einfach uns durch die Stadt durchzuarbeiten. Also ein bisschen zumindest. Mal gucken, wir haben ja... Feuerbälle haben wir ja, wenn wir die one-hitten, die Dudes. Alter, sind das viele. Ich reiß dir den Kopf ab! Holy shit. Wenn wir one-hitten, die schon. Oh mein Gott. Also ein bisschen Ruhe müssen wir erstmal noch schaffen, sonst wird das hier nichts. Bleib stehen! Hau nicht auf den Rebellen, auf den Ork, Mann. Alter, sind das viele. Okay, warte mal, ich versuche mal wieder meinen Feuerball zu nehmen für ihn da hinten. Man sieht halt echt schlecht, wie man da anvisiert, den Speer. Alter, okay. Da ist noch ein Speer. Kein Mana mehr. Oh Gott, da ist noch einer. Krieger!
Vorsicht in Deckung, vorsicht in Deckung, gehen nicht zu nah ran. Oh je. Kurz mal quicksafen. Wir haben schon so viele Orks umgebracht, ich möchte das gerne mir erhalten. Dann zwirbel ich mir mal noch einen Trank rein. So. Schon haben wir wieder ein paar Feuerbälle am Start. Der Speer ist fast hinüber. Ach komm, den kriegen wir auch so. Da brauchen wir jetzt keinen Trank. Den können wir einfach in den Nacken hauen. Hier können wir auch einfach in den Nacken hauen. Oh, komm her, du! Den hauen wir auch in den Nacken. Das sind echt eine Menge Orks hier. Oh, da hinten wird, Magie gewirkt. Oh nein! Ah, scheiße, ich wollte den Zauber... Ich habe gedacht, ich habe meinen Zauber ausgerüstet. Scheiße, Bruder. Das war nicht der Zauber. Eben einen Trank zu mir nehmen. Das war kein Zauber, das war der Bogen. Ich benutze jetzt mal um den Eismagier da hinten. Na los, wie sieh ihn an. Schamane, los! Wo ziehst du denn hin, Junge? Ah, oh Gott. Er hat ein bisschen Probleme, den Gegner, den ich möchte, anzuvisieren. Oh, 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 oh. Okay, warte, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Tools. Die nerven hier, die sind im Weg. Die Leute kriegen aber auch nichts geschissen, ne? So, warte mal, ich komme mal von der anderen Seite und kümmere mich dann um den Schamanen, wenn ich noch genug Mana habe, um einen Feuerball zu schmeißen. Na, also. Jetzt bist du erstmal platt gemacht. Kommst du mal ran hier? Ja, ja. Da sind das viele. Und nochmal. Okay, ist platt. War es das jetzt? Okay, wir haben es irgendwie überlebt. Meine Fresse, das war ein ganz schöner Kampf. Okay, da sind noch mehr Orkse. Scheiße. Du siehst jetzt nicht so, du siehst nicht so wild aus. Aber der andere da hinten, der sieht wild aus. Du bist, glaube ich, nicht so schlimm. Komm her. Wobei, der hält auch ordentlich was aus. Das sind Elite-Krieger. Elite-Krieger sind stabil. Und da hinten war noch sein Kumpel, der so eine Fettrüstung, der sieht richtig scheiße aus. Das ist so ein Feldherr wahrscheinlich. Oh, oh. Oh. Heieieiei. Okay. Feldherr hat ein bisschen Gold und Schnaps am Start. Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Kram looten. Also den Loot sammeln wir auf jeden Fall ein, weil das können wir ja auch alles wieder verkaufen. Ne? Das sind ja alles Rüstungen und Waffen und so ein Kram. Da ist nichts zu holen. Ja, mit dem ganzen Krams hier. Du brauchst noch ein Kistchen. Zu schwer. Zu schwer. Noch. Bald lernen wir das. Okay. Erstmal den ganzen süßen Loot eingesammelt. Zack. Her mit dem Krams. Oh, da hängt einer ein bisschen auf 7:30. Okay. Aber es scheint ja machbar zu sein. Jetzt ernsthaft. Wenn wir noch ein paar Mana-Tränke am Start kriegen, kommen wir da, glaube ich, ganz gut durch. Was ist das hier für ein rotes Zeug? Da glimmt ein bisschen was. Der Feuerball, der ballert halt schon ordentlich. Da jetzt noch die Mana reck und dann wird es richtig angenehm, glaube ich. Dann geht's schon. Aber man hat halt auch noch nicht so viel Mana. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Mana lernen. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Aber man kommt schon ganz gut voran. Dann noch ein paar Pfeile. Komm, nehmen wir natürlich mit. Wir wollen hier nichts, soll ja nichts liegen bleiben, ne? So. Okay, habt ihr ein Bett oder sowas, wo man mal kurz mal pennen kann? Ich würde gerne meinen Mana mal aufladen, ohne halt jetzt unbedingt wieder Tränke zu verbrauchen. Nee, Betten sind hier nicht angesagt. Cool. Nur diese Dinger, aber da kann sich der Held leider nicht drauflegen. Okay, quicksafen. Das war schon mal ganz cool eigentlich. Verkauft mir hier irgendjemand was? Handelt einer mit euch, einer von euch mit mir vielleicht? Nö. Handelst du mit mir? Ich mache erstmal Pause. Verstehe ich, verstehe ich. Kann ich verstehen. Gut, dann hauen wir jetzt ein bisschen Fleischkeulen rein und dann geht's gleich munter weiter, würde ich sagen, ne? Mal, mal sehen, was hätten wir denn jetzt machen sollen? Sprintest du durch Gotha Höhle, haben wir gemacht. So. Direkt links neben dem Tempel auf dem Steg am Wasser sprinte die Brücke hoch, sprinte über die mit Schutt versprengte Brücke und bis zum König. Geh direkt zu Charybdo und erlerne die Regeneration. Also. Ah, guck mal hier. Da. Hier auf dem Steg, die Brücke hoch und dann über die Schuttbrücke. Ja, ja. Weiß ich doch. Oh, ich hab nicht genug Mana.
Dann ist irgendwo eine Schuttbrücke. Das versuchen wir gleich mal. Jetzt hat sich der Hahn aber erstmal gemeldet. Also wir werden die Stadt auf jeden Fall befreien. Wäre natürlich aber clever, wenn wir uns vorne in die Mana-Regeneration holen. Ne? Sind wir mal ehrlich. Meine Lieben, dann machen wir jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Hält Kratzi erstmal noch am Arsch und dann bis gleich.